Seit 1999 ist das St. Dominikus-Gymnasium in Karlsruhe auf Umweltkurs. In jeder Klasse gibt es Energiemanagerinnen, die auf sinnvolles Heizen, Lüften und Beleuchten achten. Ja, irgendwann haben sich die Lehrer anscheinend, ich weiß es auch nicht, die Lehrer überlegt, dass das ein wichtiges Thema ist und haben halt eben dementsprechend die AG aufgebaut und mehr auch das in den Unterricht einfließen lassen. Und im NWT-Unterricht kommt das Thema auch öfters vor und ja, halt eben auch durch den Unterricht wurde es auch an die Schüler rangebracht, dass es mittlerweile ja festes Bestandteil ist. Ja, also ich habe in der 6. Klasse angefangen und dann später war ich auch Energiemanager und ja, ich finde das Thema eigentlich ziemlich wichtig und ich fand es auch schon immer interessant und dann habe ich halt eben die Chance ergriffen, auch ein bisschen aktiv in die Richtung zu werden. Durch das Umweltmanagement hat die Schule den Energieverbrauch um mehr als ein Drittel gesenkt. Klima- und Umweltschutz sind im Unterricht fest verankert. Also wir haben zum Beispiel im Fach NWT in Klasse 9 eine Unterrichtseinheit regenerative Energien. Da wird in Projekten gearbeitet. Die Schülerinnen bearbeiten ein Thema, zum Beispiel Solarthermie oder Wasserenergie oder Windenergie. Auch neuerdings Geothermie, machen daraus eine Präsentation und bauen auch ein Modell dazu. Und das ist der erste Kontakt, wo sie richtig mal auch wissenschaftlich mit diesen Themenbereichen umgehen. Wir haben jetzt eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach und da sind wir noch regenerativer als bisher. Insgesamt über 400 Quadratmeter Fläche und die Leistung beträgt etwa 46 Kilowatt Peak. Das Engagement am St. Dominikus prägt die Schülerinnen nachhaltig. Ja, es ist mir vor kurzem wieder aufgefallen, dass, ich weiß nicht, irgendjemand bei uns in der Familie die Heizung aufgedreht hatte und das Fenster offen war und ich mich dann hingestellt habe und gesagt habe, ja, mach mal Fenster zu. Also es sind so Kleinigkeiten, aber auch irgendwie, die dann so übergehen, wo man selber gesagt hätte, nee, vielleicht achtet man da gar nicht selber drauf, wenn man jetzt das so gesagt kriegt. Aber es ist dann doch schon so ein bisschen übergegangen. Also ich habe es auch schon mitbekommen, gerade kleine Sachen wie Lichtschalter ausmachen, Fenster zu, was man früher vielleicht gar nicht so beachtet hat, jetzt dadurch, dass man damit einfach konfrontiert wird und selber sich damit beschäftigt und auch merkt, wie wichtig es ist, macht man schon öfters auch zu Hause. Ja, ich denke mal, das, was ich jetzt mitbekommen habe in die Richtung, also so Wissenswertes, was man eben zum Thema Umweltschutz beachten wird, das werde ich wohl kaum vergessen und werde auch weiterhin in meinem Leben beachten. Wenn ich jetzt demnächst vielleicht ausziehe und in eine neue Wohnung gehe, dann werde ich halt eben auch gucken, dass ich möglichst energiefreundlich oder umweltfreundlich halt eben handle. Mehrfach ist das Umweltmanagement am Dominikus-Gymnasium mit Preisen ausgezeichnet worden. Vor allem die Nachhaltigkeit der Projekte steht im Mittelpunkt. Und das, glaube ich, ist das im St. Dominikus sehr beispielhaft, weil dort ist eben dieses Thema Schöpfung bewahren im Unterricht ja verankert. Das heißt, schon in der 5. Klasse werden die Schülerinnen aufmerksam gemacht, was es hier an der Schule gibt. Es gibt Klimamanagerinnen oder Energiemanagerinnen in ihrer Klasse, die hat dafür zu sorgen, dass das Licht rechtzeitig ausgeht, dass die nach der Unterrichtsstunde gelüftet wird und dann die Heizkörperventile runtergedreht werden oder richtig eingestellt sind. Also das sind alleine schon so ganz handgreifliche Geschichten, die die Schülerinnen von Beginn an lernen. Und das wird dann natürlich in den späteren Klassen im Unterricht aufgenommen. Und was ich ganz beeindruckend finde, die Schule Dominikus hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Das ist eine recht aufwendige Geschichte, da muss man alle Abläufe analysieren, sich Ziele setzen und dann eben auch verkünden, diese Ziele haben wir uns gesetzt und dann wollen wir mit der Verantwortlichkeit diese Ziele erreichen.